bis zur ersten Wende hier unten zu erarbeiten. Das hilft natürlich, wenn wir sie jetzt ein bisschen anfeuern hier voran und wir schauen mal hinaus auf die Strecke, wer den besseren Start erwischt hat. Beide Boote sind noch richtig verlangt, aber Josefina Kraft, die hat sich eine kleine Führung erfallen können. Aber wie es Rudi gerade eben schon gesagt hat, es kommt auch darauf an, wer kommt jetzt am besten um diese Wende rum. Noch nicht nur die erste weiße Folie. An der fährt man noch vorbei. Man fährt hier runter bis zur zweiten Folie. Darum wird er gewinnen. Jetzt brauchen die Mädchen Unterstützung, denn jetzt brennt es schon in den Muskeln. Und sie sind beide gleich auf. Achtung, jetzt kommt die erste Wende um die weiße Folie herum. Josefina Kraft und Schinkertusche gleich auf. Und sie können beide auch gut wenden und gehen gleich auch wieder nach oben. Jetzt geht es um die zweite weiße Folie gleich wieder herum. Meter. Wer erwischt die zweite Wende? Wer ist Josefina Kraft? Die fahren jetzt hier besser rum, hat einen kleinen Vorteil. Ja, kleiner Straufler bei Zwickertusche. Und jetzt hat Josefina Kraft eine Vorzeige Vorsprung. Auf den letzten 20 Meter kann man treffen. Zwickertusche kommt nochmal heran. Es wird nochmal ganz dick. Aber Josefina Kraft gewinnt ganz knapp vor Zwickertusche. Herzlichen Glückwunsch. Das ist nochmal ein großer Applaus für die Leute. Ja, wirklich beeindruckend zu sehen, wie trotz dieser zwei gefahrenen Wänden, die